Hi, ich bin Nuki von Netcode Illuminati. Ich bin ein sehr erfolgreicher Counter-Strike-Source-Spieler für das internationale Top-Team MTW. Ja, und in diesem Video seht ihr einen Ausschnitt aus dem Content, den es in meinem Premium-Forum auf der Netcode-Page zu sehen gibt. Ich schmeiße ihn ein Stück höher einfach. Ungefähr so. Oh, das landet schon fast perfekt unten. Also, man sieht schon, man kann hier gut sehen. Und wenn man als Terrorer kommt, ist es schwieriger einzusehen. Man muss geduckt sein. Wenn man die Smoke jetzt noch perfekter kriegt, also noch ein Stückchen höher werfen würde, dann würde sie unten landen und dann ist es natürlich perfekt. Andere schöne Smoke ist, habe ich auch schon mal gezeigt, wenn man als CT hier kommt, sich in die Ecke stellt, ne? Und dann in diese Wolke, in dieses Eck hier, einfach da rein zielt und einfach rennt und wirft. Ja, das ist eine schöne aggressive Smoke. Landet perfekt unten. Man kann den Smoke noch nachkaufen, während der eine pushen kann. No. Ja, sonst viel mehr ist, finde ich, zu diesem Spot schon fast gar nicht mehr. Als CT Retake Smokes, na klar, gut, man kann von überall, von hier irgendwie versuchen, eine Smoke zu finden, wo man dann, keine Ahnung, hier schießt mich tot, hier drüber smoked und dann versucht, in den Boden reinzuschmeißen, ne, dass man von der AWP nicht gesehen wird, aber das halte ich jetzt nicht für so wichtig, weil es eher seltener ist, dass man sowas macht. Das kann ich dann mal zeigen, wenn man eine Retake-Taktik auf dem Client spielt, auf Inferno. Da kann ich mir dann nochmal Gedanken zu machen, welche Smoke wirklich da jetzt sinnvoll ist für die Taktik. Beziehungsweise da sollte man sich als Team dann selber Gedanken machen zu der Taktik, was halt wirklich gebraucht wird. So, bleiben wir mal als CT kurz. Ich will noch eine schöne Smoke zeigen. Wenn man sich hier in die Ecke stellt, ja, und da mit der Uhr hinzielt, wo ich jetzt im Crosshair bin, geduckt ist. Ja, dann geht die Smoke. Voilà. Perfekt, dort ins Häuslein rein. Ist eine ganz lustige Sache, um einfach mal zu pushen. Sonstige Smokes sind eigentlich Standard, die über Bande, da brauche ich nicht wirklich zeigen, wo man dann mal falsche Mittel ziehen kann, wenn man mal ein bisschen Eier hat. Ne? Und sonst gibt es als CT meines Erachtens nicht viel zu sagen. Es gibt nur eine schöne Sache mit Flash, die ich mal zeigen will. Wenn man dadurch flasht, landet die Flash hier schön in der Banane. Man muss nicht mal unbedingt hochspringen, glaube ich. Ich will es mal ohne Springen probieren. Ne? Wenn man hier einfach. Sieht man schon, da landet sie direkt hier oben. Bringt einen guten Flash-Effekt für die Gegner, die aggressiv sind. Falls zum Beispiel ein Rush kommt, kann man einfach mal sozusagen helfen. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Video, das es bei mir im Netcode Premium Forum zu sehen gibt, auf netcodeilluminati.com. Ihr könnt es natürlich aber auch auf allen anderen Portalen verfolgen. Zum Beispiel auf YouTube ist das Netcode Illuminati, auf Facebook ist das Netcode Source und auf Twitter ist es auch Netcode Source. Oder meine privaten Channel sind auf Facebook MTV Nuki und im YouTube André Nuki. Vielen Dank.